Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge im Kopf des Zuschauers. Es ist wieder soweit, ich habe eine Runde bekommen, die ist von Dexter und er spielt Bodyguard. Erstmal ganz gucken, wer er ist. Er ist Donald Dump, das hat man fast erwarten können beim Dexter. Und er spielt hier Mafia gegen Town. Interessant, nach dem Update nur noch 5 Mafias, deswegen ist das hier interessanter, weil es jetzt ein 10 gegen 5 ist. Mal schauen, was das wird. Und wer das Projekt nicht kennt, im Kopf des Zuschauers, ist quasi kopiert von im Kopf des Feindes mit Jaco. Einer meiner Zuschauer, in dem Fall Dexter, hat mir eine Runde zukommen lassen, aufgenommen mit kostenlosen Programmen wie OBS, Afterburner, und mir zur Verfügung gestellt zu kommentieren. Er wird erstmal Kitten hier wunderschön beschützen und natürlich sein Lieblings-Hashtag, alles Jailer außer Mutti, weil wir hatten gerade zwischen dem Jahreswechseln oder davor so viele dumme Jailer, die einfach Townies gekillt haben ohne Ende. Dazu sein Lieblingsausspruch, Hashtag Medium is unique. Gut, schauen wir uns mal an, was der Dexter denn hier als Bodyguard reißen kann. Er wurde doppelt gewoblockt. Interessant. Mal gucken, ob er auch anstatt, dass er zweimal gewoblockt wurde. Ja, macht er. Sehr gut, Dexter. Das ist wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier zwei Escorts sind, unwahrscheinlich ist. Also könnte es ein Konsort sein. Ich finde es hier auch wichtig, dass er schreibt, der Donald Dump, also der Dexter, dass er doppelt gewoblockt wurde, weil das heißt, oh, es ist vielleicht auch ein Konsort, was ihn als Townie dastehen lässt. Außer natürlich die Town sagt jetzt, haha, wir werden dich jetzt töten. Wer ist denn noch in der Stadt? Kills Corey, Donald Trump, Walter, A Kitten, Toriel, Donald Dump, Thomas Danford, Buffy Summer, dann Donald Dump, das ist ja unser Dexter, Quonald Crump, Ark, High, Klein, John Hefford und Samuel Paris. Donald Trump gleich mal mit dem Hinweis, oh, da muss Donald Dump ja eindeutig Mafia sein. Donald Dump hier erstmal wunderschön mit Dingenskirchen. Mit Sprüchen, die auch Donald Trump machen würde. Das ist ein guter Hinweis hier von Donald Trump, ob die nicht vielleicht die einzelnen Donald und Namensvetter mit Nummern ansprechen können. Das wäre sehr viel einfacher zum Verstehen für die anderen. Wichtig ist auch, dass Dexter hier einen entscheidenden Hinweis bringt, warum sollte ich als Mafia sagen, dass ich gewoblockt wurde. Schwierig. Die Escort weiß ja, dass er gewoblockt wurde und hätte gesagt, hier, ich habe ihn gewoblockt, es gab keinen Mafia-Kill. Jetzt wird Donald Dump erstmal beschützt hier. Naja, wollen wir mal gucken. Zusammenstellung, links sieht man, 2 Investigative, 2 Protective, 2 Killing, 2 Support, einen Confirmed Jailer sowie ein Random Town. Medium war unique. Oh. Hätte es nicht eigentlich Wars nehmen müssen? Ein Transporter ist da. Das ist wiederum interessant, weil das bedeutet, dass eine Town Support Rolle weg ist. Donald Dump ist tot. Oh, das ist ärgerlich. Da hat der Dingenskirchen ihn entweder transportiert oder er ist in den Veteran reingelaufen. Mal schauen, was der Veteran gemacht hat. Und Mafia Down. Lookout Down. Ohne letzten Willen ist natürlich blöd für die Town, weil jetzt kann keiner wissen, wer der Veteran ist. Und Donald Dump starb ebenfalls durch den Veteran. Das war zu erwarten. Sonst wäre das echt Pech gewesen mit Transportieren und Beschützen. Auch hier kein letzter Wille, aber im besten Fall ist er natürlich jetzt Godfather oder Mafioso. Er ist Doktor. Das ist doof. Richtig schlecht gelaufen. Ark wurde im Jail attackiert. Interessant. Dass beide keinen letzten Wind erlassen haben, ist natürlich doof, weil keiner weiß, wer der Veteran ist. Der Lookout hat auch gleich gelieft. Retri ist sowieso unwahrscheinlich. Durch die 2 Roadblocks und den Transporter wird es wohl eine Escort sein und ein Transporter natürlich. Was hat die Mafia? Neben den Confirmed Godfather 2 Random Mafia, 1 Support und 1 Deception. Denke ich von der Zusammenstellung her ganz gut. So.
Was tun ist die Frage, sagt sich auch Donald Trump. Und dann mal schauen, es gab noch keine wirklichen Hinweise. Dexter als Bodyguard kann ja nur dem Chatverlauf folgen und dann entscheiden, wen beschütze ich denn eventuell. Er hätte natürlich mit Ronald Stumpy eine schöne Kombination raushauen können. Aber naja. Toriel soll kleine Mädchen bei sich im Keller haben. Siehst du, so läuft das hier. Dexter sofort wieder mit Lügengeschichten verbreiten. Oh, er wird also mit Ronald Dump transportiert. Das wäre jetzt was, was er sagen, reinschreiben könnte. Weil, ja. Genau. Ey, Dexter, richtig gut. Was ist da los? Auf jeden Fall war das jetzt hier natürlich korrekt reinzuschreiben, weil dadurch könnte er sich, kann er einen Transporter im Prinzip proven, weil ein Transporter weiß ja hier, ich habe Ronald mit Ronald, also den mit D und den mit T getauscht und der eine starb und ich eben nicht. Und dann kann er sagen, so muss es gewesen sein, ich habe meine Weste benutzt, deswegen weiß ich das. Egal, Thomas Danforth rannte zum Veteran, ebenfalls kein letzter Wille. Hoffentlich ist er Mafia, weil sonst sieht es ganz schlecht aus für die Town. Er war der Transporter. Ohne letzten Willen ist immer gut. Super genial hier. Samuel Paris starb durch die Mafia. Jetzt ist es gut, weil jetzt ist Dexter confirmed nicht die Mafia-Killing-Rolle. Too Muff, Donald Trump, maybe the other Muff were Roblox. Ah ja, also, sie haben einen Konsort. Das sieht man schon mal raus. Richtig. Das ist korrekt. Samuel Paris immerhin einen letzten Willen geschrieben. Sehr gut. Wer ist denn alles confirmed? Donald Trump. Das Ding ist, confirmed sind sie ja nicht. Weil, oh, Buffy Summer soll confirmed Transporter, also Transporter sein. Das ist nämlich der Hinweis, den ich gerade sagen wollte von Toriel. Es confirmed im Prinzip Dexter als Town, außer der Transporter hat rumgeswitcht. Das ist nämlich das Problem. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass es hier einen zweiten Transporter gibt, wenn da so viel gewoblockt wurde. Aber die Mafia muss anfangen. Die Frage ist, was macht der Jailer? Thomas Danforth lief gleich, der Transporter. Naja. Confirmed Townies sind sie nicht, Dexter. Es könnte schief gehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, ja. Jetzt muss man halt gucken. Die Town muss anfangen. Sie hat noch die Überhand mit 6 zu 5 Stimmen. Also da muss man jetzt natürlich aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht. Hier könnte jetzt Dexter ihn oder sie Buffy Summer confirmen, indem nämlich Buffy Summer im letzten Willen drinstehen hat nach 2 Ronald und Ronald. Ja, yeah, genau. Wird auch gleich mal reingehauen. Aha, guck mal, da haben sich eventuelle böse Leute gleich geoutet. Mit den Ronald Trump und Donald Trump. Aber Ronald wurde besucht. In der dritten Nacht. Okay. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wer hat denn hier einen confirmed. Ich würde wahrscheinlich jetzt sogar auf, ja, wahrscheinlich Buffy gehen. Geht auf Ark, okay. Ist natürlich schwierig. Mit 2 Transportern wäre das extrem schwer, weil man da fast nichts glauben kann. Das Problem ist halt auch, dass der Transporter keinen letzten Willen hinterlassen hat. Das heißt, man weiß nicht, wer Veteran ist. Immer noch nicht.
Gut für die Dinge ist natürlich, gut für die Mafia, sie ist es auch nicht. Also für die Town ist es gut, dass die Mafia es nicht weiß. Ah, immerhin. Dexter hat seinen Job gemacht. Jawohl, siehste. Da tut er seinen Job und reißt einen mit. Und der Veteran hat John Heffron gekillt. Das heißt, alle drei Alerts vom Veteran sind raus. Hat er immerhin einen Bösen mitgerissen? Ja, er hat die Konsort mitgerissen. So viel dazu. Das waren dann drei Alerts. Drei tote Townies, ein toter Mafioso. Interessant. Ich frage mich jetzt, warum er mir die Folge hat zukommen lassen. Weil Retri ist unwahrscheinlich, weil es ja wohl eventuell einen zweiten Transporter gibt. Wenn im Town wäre Retri und ob man da den Bodyguard wiederbringt, weiß ich auch nicht. Es sei denn, es gibt einen confirmeden Transporter und dann den Bodyguard nehmen, dass der Transporter den Bodyguard rettet. Das ginge. Toriel the Bodyguard. Hihihi. Lügner. So. Und es gab einen Retri. Und er bringt den Doktor wieder. Wow. Interessant. Das hieße, Town Supports sind weg mit Retri Transporter. Jetzt muss der letzte Transporter Random Town gewesen sein. Das heißt, die Mafia hatte zwei Konsorts, wenn das alles so stimmt. Die Town hat auch noch einen Vigilante, der zum Glück nicht random schießt. Was auch feststeht, Problem ist, es sind beide Town Investigators tot. Das heißt, sie können nie was rausfinden. Das ist richtig problematisch. Der Jailer scheint gar nichts machen zu wollen. Müssen wir mal gucken, was die Town noch reißen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, da Dexter gar nichts mehr machen kann. Ich jetzt noch hier 10 Minuten Folge habe. Hat er wohl ein bisschen zu früh. Ist er zu früh gestorben normalerweise. Aber da ich sonst keine Folge habe, nehme ich die jetzt einfach. Ich will euch ja was präsentieren können. Und wir können ja mal gucken. Ich kann darauf mal hinweisen. Leute, wenn ihr mehr von Im Kopf des Zuschauers wollt, nehmt eure Runden auf und lasst sie mir zukommen. Kostenlose Aufnahmeprogramme gibt es. Wie gesagt, OBS oder Afterburner. Gibt auch gute Tutorials, damit man alles richtig einstellt. Und dann hochladen auf irgendwelchen Seiten wie Work Upload oder per Dropbox. Mir den Link zukommen lassen und dann läuft das. Was? It's not like he was visited by Muff. Ja, wie gesagt, das sagt aber nicht unbedingt was aus, weil es gab Transporter. Aber natürlich würde ich auch erstmal damit gehen. Und vor allen Dingen schnell. Aber es klappt natürlich nicht. Also normalerweise sollte der Jailer jetzt langsam aber sicher mal anfangen, hier ein paar Mafiose zu killen. Es kann ja nicht sein, dass sie immer alle Sachen claimen, die möglich sind. Water und Kitten sind Muff. Dann fehlt noch einer. Ja, Toriel hat schon recht. Jailer scheint seinen Job nicht machen zu wollen. Richtig von Toriel, kam Say. Das ist natürlich, auch wenn es kein Medium ist, sollte man es trotzdem nicht tun, weil es kann im Nachhinein geskypt werden. Did not claim. Da hat er gekillt. War das Geiser. Ja, er hat angefangen. Interessant. Ein Disguiser down heißt, dass Deception ist weg. Consort ist der Support. Das heißt, es gibt noch zwei random Mafias.
Interessant, es gab keinen Kill. Hat also der Doktor jemanden gerettet? So, Toriel liegt. Hat keine Lust. Samuel Paris ist auch der Meinung, dass es Kitten und Water sein müssen. Also hat Dexter wohl recht. Das sollten sie eigentlich hinkriegen. Die Townies. Bei 2 gegen. Doch bei 2 gegen den Rest. Ja. Donald Schwamm sagt, es ist nicht möglich, dass Water Veteran ist. Wow, Klein. Was ist los? Warum killst du ihn dann nicht selbst? Ja, Dexter, ich hab's gesehen. Was ist da bitte los? Oh, in der letzten Sekunde. Ja, also ich hab's gelesen. Das ist natürlich eine Katastrophe vom Jailer. Wenn der Typ Veteran claimt und es gab einen Vet-Kill. Kann ja nicht Veteran sein. Easy Kill, was ist da los? Gibt ja auch keinen Jester oder sowas. Ich hätte das gar nicht gesagt, ehrlich gesagt, als Jailer. Ich hätte mich jetzt nicht geoutet. Ich hätte Walter mitgenommen, exekutiert aufgrund der Lüge. Gar nicht erst groß rumeiern und sagen, hier, ich bin Jailer, er hat gelogen, wir müssen ihn wählen. Weil, dass es hier noch gereicht hat, war knapp mit der Stimmenzahl. Von daher mitnehmen, exekutieren und gut ist. Dann fehlt noch einer. A Kitten wird innocent, hat sich damit geoutet. Easy going. Das gewinnt natürlich jetzt die Town hier relativ easy. Folge, leider starb Dexter zu früh, auch wenn er jemanden gerettet hat. Wenn ihr mir Folgen zukommen lasst, wäre es nett, wenn ihr lange genug lebt. Sprich, maximal 2 Nächte vorher sterben, bitte. Weil jetzt natürlich das Problem, ich kann ja nicht mehr viel kommentieren. Ja. Ich schaue hier nur zu und laber groß. Das Letzte, was noch bleibt, ist ein Mafioso oder ein Godfather, weil Random Mafia halt auch Mafioso sein könnte. Donald ist immun. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, weil es gibt ja keine immune Rolle. Also, so, wow. Ja, muss Werwolf sein. Da hat Dexter recht. Er ist immun. Oh, auf jeden Fall verdächtig. Den müssen wir auf jeden Fall nochmal reinreiben. Vielleicht exekutiert ihr der Ding ihn. Hi, Leaf, hat jetzt keinen Bock mehr, der Disguise. Oh Mann, was für ein Gebabbel. Das macht Dexter gerne. So erkennt man ihn auch, wenn man mit ihm spielt. So, Klein ist tot. Natürlich ist der Jailer tot. Warum sollte der Doktor auch den Jailer heilen? Oder Jailer claimen? Selbstverständlich. Aber jetzt sollten sie natürlich ihr Kitten hochwählen. Ich meine, er wird Inno bei einem mehr oder weniger confirmed Ding. Buffy Summer. Claims Transporter. Still Claims Transporter. Ja, ich finde es aber auch nicht nett, dass die hier nicht einfach irgendwie jetzt mal eine andere Rolle claimt. Sondern dabei bleibt, was sie sagt. Das ist ja auch unmöglich. Schon begriffen. So, Buffy ist confirmed, nicht Mafia. Nein. Gut, dass du nochmal nachguckst, bevor du jemanden da ein bisschen fertig machst, Dexter. Konzentriert bleiben. Du hast Ark beschützt. Ihr habt nämlich Buffy nochmal runtergewählt. Also jetzt ist natürlich Buffy confirmed Town. Sie kann kein Mafia sein, weil sie war gejailed, als es Mafia-Kill gab. Jetzt Kitten hochwählen und zack, zack, bum, bum, fertig. Buffy wählt auch, Donald Trump wählt, Ark wählt. Und da ist die letzte Stimme. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal noch einen schönen Dienstag.
Denkt dran, die Folgen im Kopf des Zuschauers können nur dann kommen, wenn ich von euch Runden bekomme, weil sonst sind sie ja nicht des Runden des Zuschauers, also von euch. Im Kopf des Feindes ist für die nächsten Wochen gesichert. Jacko war nämlich aktiv, hat nichts zu tun gehabt, wie es scheint. Jetzt claimt er Kitten auch noch wett. Ja, kann man machen. Jeder claimt mal wett. Und von daher läuft es. Ja, Doktor Claim wäre genauso schlau. Weil es ist ja confirmed, der Doktor. Einer dieser Trumps oder Dumps. Ist auf jeden Fall Doktor, er war ja tot. Die Random Town Rolle ist sicher Retri, weil es wurde jemand wiederbelebt. Was soll man da großartig sagen? Sie hätte höchstens Retri claimen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und danke nochmal, Dexter, dass du mir die Runde hast zukommen lassen. Auch wenn du sehr früh gestorben bist, muss man sagen. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.